Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded. So, wir wollten ja zur Vogeltränke, denn wir haben von Burke die Aufgabe bekommen, dort eine Wegmarkierung zu platzieren. Und bei der Gelegenheit, das passt uns ja ganz gut, denn wir wollten mit dem Mixer, der da hinten ist, anfangen. Denn wir müssen ja 8 Stück machen, wissen wir seit dem Ameisenlabor. So, damit wir nicht immer durch diesen ganzen Rasen laufen müssen, habe ich hier eine kleine Plattform gebaut in der Basis. Oder das, was mal irgendwann unsere Basis werden will. Aber das passt sich auch ganz gut, dass wir hier sind. Denn wir müssen ja noch 2 Gesichtsmasken machen. Einmal die Gasmaske und einmal die Marienkäfer-Gesichtsmaske oder Gesichtspanzerung. So, hier haben wir jetzt zumindest dieses kleine Plateau. Das ist erstmal, ja, wie immer provisorisch. Das müssen wir irgendwann noch verschönern. Ein bisschen angezeichnet habe ich hier auch wieder, damit die Basis nicht ganz auf der Strecke bleibt. Also so nach und nach werden wir uns hier weiter vorarbeiten. Und der Grundgedanke ist, dass wir von dort oben eine Seilbahn errichten werden zum Fuß der Vogeltränke. Oder ein Stück über den Rasen zumindest. Damit wir nicht immer hier langlaufen müssen. Und dann möchte ich von der oberen Fläche der Vogeltränke nach hier auch eine Seilbahn machen. Dann haben wir einmal Hinweg, einmal Rückweg. Wir müssen ja öfter hin wegen dem Bärenleder. Dann haben wir das nämlich abgedeckt. So. Hier haben wir ein bisschen sortiert. Hier Leichenteile zum Beispiel. Ne? Wir haben das mal ein bisschen geordnet. Wir können ja jetzt anders stacken. So, jetzt müssen wir erstmal herstellen. Wir gehen gleich mit den Aufgaben los. Marienkäfer Gesichtspanzer. So hieß das Ding. So, den stellen wir einmal her. Dennoch die Gasmaske. Oh, da fehlt uns Seil. So, jetzt aber die Gasmaske. Gut, haben wir gleich direkt 500 pure Wissenschaft. 2 Quests erledigt. Sehr schön. Die Masken schmeißen wir aber hier erstmal rein. Können wir die auch stacken? Ne, schade. Na, da haben wir jetzt 2 von. Naja, so ist das manchmal, ne? Dann können wir noch, jetzt wo ich es gerade sehe, solange wie wir noch hier sind, die Axt reparieren. Aber da fehlt mir Larvenstachel. Gut, können wir nicht. Nehmen wir die so mit. Hoffen wir mal, dass das reicht. Vielleicht treffen wir unterwegs noch eine Larve. So. Ah, die sind noch nicht ganz fertig. Der ist fertig. Ja. Wollen wir da noch drauf warten? Oder wollen wir sagen, das dürfte reichen? Guck mal, dann haben wir ja insgesamt 41 Seidenseil. Ich denke, das reicht, oder? Wenn wir jetzt hier mal gucken. Wir würden ja von dem nach da oben brauchen wir 20. Gut, den Sandkasten können wir gar nicht anpeilen, aber den da oben, das wären 20 Stück. Und wir, ups, und wir haben ja ungefähr, ja, ist das die doppelte Strecke? Ja, so circa, ne? Ich hoffe einfach, dass das reicht. Wir warten hier noch auf die 2, die nehmen wir noch mit. So, einer ist schon fertig. Warten wir noch den letzten ab und dann machen wir uns auf den Weg. Wir haben ja vieles vor. Ich wollte hier eigentlich gar nicht so viel Zeit verbringen, weil wir müssen ja da hinten dann auch noch bauen. Ich möchte einen direkten Weg hoch haben zur Vogeltränke. Optimalerweise mit einem Fahrstuhl, aber das werden wir später machen. Erstmal bauen wir uns einfach einen Treppenaufgang hoch, damit wir überhaupt erstmal was haben. So, aber dann können wir ja hier schon mal ein paar Stängelchen reinhauen, solange bis die Seidenseile fertig sind und dann machen wir uns direkt auf den Weg. So. Nochmal 8 Stück aufnehmen. 1, 2. 1, 2. Und zack. So, den haben wir auch drin. Ich dachte so, wenn wir 1,5 Wandhöhen hochgehen, dürfte das eine angenehme Höhe sein. Weil wenn wir nur diese Wandhöhe haben, finde ich, ist das doch ein bisschen drückend. Wenn dann die Decke kommen würde. So, das Lager habe ich natürlich auch wieder aufgefüllt, ne? Müssen wir jetzt nicht farmen gehen. So. Oh, jetzt haben wir haben es abends, ne? Oh, nö. Noch nicht, aber wir werden wohl unseren Fußmarsch im Dunkeln fortsetzen müssen. Hm, wie weit bist du? Ah, ein bisschen braucht er noch.
Dann holen wir uns noch mal ein paar Stängel. Was wir weg haben, haben wir weg, ne? Hier vorne können wir auch noch einmal zumachen. So. Schmeißen wir gleich noch mal ein bisschen Rasen rein. Dann haben wir das auch erledigt. So. So. Wunderbar. Ja, irgendwann wird das mal eine Basis. Ich bin mal gespannt, wie lange wir dafür brauchen. Gut, wir konzentrieren uns ja nicht ausschließlich auf die Basis, aber immer nur so nebenbei ein bisschen. Aber ich bin mal gespannt, wenn die fertig wird oder fertig ist, wie die denn letztendlich aussieht. Und wie viel Arbeit da insgesamt drin steckt. Weil ich habe auch noch keine genaue Vorstellung, wie die letztendlich zum Schluss aussehen soll. Weil man baut ja immer so ein Stück und dann sieht das, wenn man das vor Augen hat, dann sieht man wieder, ah, hier könnte ich noch das machen und das würde noch ganz geil aussehen. Dann reißt man da und da wieder ab. Baut das auch wieder neu. Auch jetzt mit dem Turm. Jetzt habe ich mir einen Rundlauf noch überlegt. Ah, ich weiß nicht. Also kann auch sein, dass unsere Bambushütten hier irgendwann drunter leiden müssen. So, das haben wir. Da oben fehlt Seil. Das wollte ich jetzt aber nicht verbrauchen, denn das brauchen wir noch. Komm. So. Gut, Trinkflasche haben wir voll. Das Seil dürfte jetzt auch voll sein. Wir snacken jetzt noch einmal kurz. Nehmen alles mit. So. Jetzt gucken wir einmal. Ist er doch fertig, oder? Gut. Können wir noch einmal, so lange wie wir wechseln, kann er ja schon produzieren. Machen wir hier Seile. Hier machen wir andere Seile. So. Dann nehmen wir uns einmal die Seidenseile hier mit. Ach ne, die haben wir schon eingepackt. Sind wir gut. Da waren wir aber sehr vorausschauend. So, einmal 4 Planken. So, das haben wir. Dann haben wir natürlich unser Körbchen wieder vorbereitet. So, 10 Verbände sollten erstmal reichen. 3 Seile. So, damit können wir schon mal ein Zelt machen und ein kleines Körbchen. Ein Feuerplatz. Habe ich die Steine? Ja. Die beiden können wir auf dem Hinweg noch analysieren gehen. Und dann würde ich sagen, können wir auch eigentlich direkt los, ne? Obwohl eine Fackel würde ich schon gerne noch herstellen. Sonst wird es ein bisschen dunkel unterwegs. So, Fackel. Ne, war hier mit bei, ne? Eine Fackel. Ja. 3 Seile brauchen wir insgesamt. Komm, wir nehmen 4 mit. Sind wir auf der sicheren Seite. So, dann würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den Weg. Das würde mich aber ärgern, wenn ich das irgendwann zugebaut habe und kann nicht mehr abkürzen. Okay, jetzt kann ich los. Warum packt dann die nicht im Rucksack? So. Dann gehen wir jetzt erstmal zu unserer kleinen Forschungsstation und gucken mal, was die Spinnenfangzähne und das Bärenleder uns noch so für Attitüde bringen. Für Möglichkeiten. Vielleicht können wir ja sogar irgendwas Geniales herstellen, was uns jetzt auf der Reise schon helfen wird. Hatte ich hier damals alles mitgenommen? Ja. So, einmal das Bärenleder. Ist ungewöhnlich. Gibt keine Rezepte. Schade, aber wir haben es zumindest untersucht und ein bisschen Science gekriegt. So, und jetzt die Spinnenfangzähne. Wolfsspinne Deko und Wolfsspinne ausgestopft. Gut, hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, tatsächlich. Aber nehmen wir auch gerne, ne? Dekoration, das ewig leidige Thema. Ich habe ja tatsächlich noch gar nichts gemacht. Noch nicht eine Deko irgendwo hingepflanzt, hingesetzt, hingehangen, aufgebaut, nix. So, den nehmen wir mit.
Der eine ist wichtig. Das ist der wichtigste von allen. Ja, ohne den Tropfen kommen wir da hinten nicht weiter. So, jetzt müssen wir ja einmal zur Vogeltränke. Ich würde mir das mal auf der Karte markieren. Dann könnten wir ja dem direkten Weg nehmen. Welches ist denn die Vogeltränke? Die hier, ne? So. Ah, sind wir ja gut. Da sind wir ja gut auf dem Weg. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das ein leichter Hinweg wird oder ob wir hier viele Probleme kriegen. Oh, hier ist auch noch eine Forschungsstation. War ich da schon mal drin? Das ist eine gute Frage. Wir gucken mal rein. Ah, wo ist die Tür? Keine Akten, keine Schokolade. Hier scheine ich schon gewesen zu sein. Schade. Oh, bisschen was trinken, ne? Bisschen was Zuckerhaltiges. Ich kann ja schon mal ein bisschen Licht anmachen. So, Lebensmittelton haben wir hier auch noch. Das ist sehr gut. Falls wir denn letztendlich doch nochmal was brauchen. Waren hier nicht irgendwelche Tiere drin, die mich angegriffen haben? Okay, ich sehe jetzt nichts. Aber es ist natürlich auch kein klares Wasser, ne? Ja, so. Ich glaube, wen wir da treffen könnten an der Vogeltränke, außer die Spinnen natürlich, wären die Mücken. Ich glaube, dort waren auch Mücken. Ah, die sind natürlich extrem lästig. So, Glühwürmchen, die tun mir, glaube ich, nichts. Ne, die waren friedselig, ne? So, einmal durchs Wasser. Ein paar Fliegen, ein paar Glühwürmchen. Und eine Mücke. Aber ich glaube, im Wasser tut der mir gar nichts, ne? Nee. Oh. Das ist praktisch. So, da sind wir auch schon bei der Vogeltränke. Das war eine angenehme Reise. Hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Ich war der Meinung, ich habe doch hier mein Zelt. Habe ich mich erschrocken. Weil wir nehmen das Schild. So. Dann komm mal her, Kollege. Und den haben wir. Puh, das war jetzt leichter, als ich dachte. Ich war der Meinung, ich habe hier doch mal ein Zelt hingestellt. Als wir im Heckenlabor waren. Irgendwo hier in der Nähe. Kann ich das auf der Karte sehen? Ja. Nee. Okay, dann kann ich das Zelt jetzt nicht finden, oder? Ist ja auch egal. Wir bauen uns ein neues, ne? Was kostet die Welt? Guck mal, hier sind wir gleich ein bisschen regengeschützt. Zelt, wo war denn das Zelt? Ne, hier. So. Bisschen geschützt, so. Aber einen Spawnpunkt setzen. Wir könnten schon einmal schlafen. Damit wir ein bisschen mehr Licht kriegen. Sparen wir auch wieder Feuer. Und eine Fackel. So, die können wir ausmachen. Dann brauchen wir noch einen Lagerfeuerplatz. Damit wir die Möglichkeit haben, uns ein bisschen Nahrung zu machen. Den würde ich erstmal hier hinsetzen. Wieso habe ich kein Trockengras und keine Stängel? Habe ich das nicht eingepackt? Oh, das ist ja wieder typisch. Ja,
Trockengras in der Sumpflandschaft. Da hinten haben wir ein bisschen Rasen. Da müssen wir uns das einmal schnell holen. Wobei ich hier auch noch keinen Rüsselkäfer gesehen habe. Aber zur Not Läuse. Ah, hier, guck mal. Auch wenn der da ein bisschen festhängt, den lassen wir erstmal noch am Leben. Warte, jetzt ist er hoch. Na, wo bist du hin? Ah, hier, am Wasser. Bisschen durstig, der Kleine. So, da haben wir drei. Komm, wenn es hier schon liegt, ne? Oh, der hat aber viel abgeworfen. So. Da vorne. Oh, hier sind aber viele Läuse. Dann mache ich mir um Essen schon gar keine Sorgen mehr. So, jetzt haben wir das Feuerchen. Und was wollte ich hier noch bauen? Ah ja, genau. Ein kleinen Korb. Kleinen Vorratskorb. So. Wir hätten tatsächlich alle Materialien richtig schnell hier um die Ecke gehabt. Hier ist ja Klee, Sprösslinge. Also wir haben ja alles hier. Aber das Erste, was wir brauchen werden... Stängel. So, und dann will ich mich da hochbauen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was wir tatsächlich gar nicht so im Überfluss haben, wäre hier jetzt Rasen, ne? Welche Möglichkeit hätte ich denn noch? Wir können ja auch mit Klee. Was brauche ich denn für Klee? Wenn wir uns dafür hochbauen würden oder damit... Saft. Ah, jetzt habe ich keinen Saft dabei. Ja, wir bauen uns so hoch, das klappt schon. So, jetzt brauchen wir einmal ein Stängelgerüst. Das setzen wir gleich so hoch an, wie es geht. Und... Ja, wenn wir ein bisschen außerhalb sind von dem Kasten, das stört ja nicht. Gut, das hauen wir jetzt einmal rein, dann setzen wir gleich eine Treppe. Treppe. Achso, wir brauchen auch eine Plattform. So. Gedacht habe ich mir das diesmal ein bisschen anders. So, wenn wir die da ransetzen, da geht ein Stängel rein. Und ich glaube, wir können ja, ohne das Gerüst zu bauen, an den Grasplatten immer anbauen, ne? So, dann brauchen wir jetzt erstmal Rasen. Ein Glück haben wir die Ameisenrüstung. Die rote natürlich. Mit der schwarzen können wir ja nichts anfangen. So, und nochmal einen kleinen Happen essen. So. Ja. Nee, du musst schon die Axt auswählen, ne? Ja. Machen wir das, was wir Menschen am besten können. Wir holzen alles ab. Für unnötige Bauvorhaben. So. Nehmen wir schon mal einen Schwung mit. Wir sollten uns vielleicht noch mal ein kleines Lager bauen. Damit wir nicht immer nur mit 8 Platten loslaufen, oder? Wir verbauen die schnell und dann bauen wir uns einmal so ein Palettenlager. Oh, erst die Treppe. Dann hier. Jetzt gucken wir einmal wegen Lager. Wo haben wir denn das gehabt? Hier. So, das nehmen wir schon mal mit nach da hinten. Ah, da brauche ich bestimmt Seil, ne? 4 Stück sogar. Und 5 Steine. Und 3-mal Trockengras. Mal gut, dass wir es mitgenommen haben. So, 3. Dann habe ich 4. Macht 5. Die setzen wir einmal rein. So, jetzt fehlt nur noch das Seil. Aber das kriegen wir ja auch schnell hergestellt. Da, 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 da. Komm,
Komm, gehen wir hier hin, das geht schneller. So. So, und. So. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen ruhiger, wenn man das jetzt vergleicht mit den letzten Folgen, die wir hatten. Da war ja durchgehend Action. Und jetzt können wir hier ganz entspannt ein bisschen bauen. Ein bisschen abholzen, ist ja auch mal was Schönes. Wäre natürlich diese Folge nicht fertig mit dem Aufstieg. So, dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. So frech bin ich mal. Und, ja, ich sag mal, wenn wir das nächste, in der nächsten Folge, da ist das Ding bestimmt schon fertig. So. Da passt noch was drauf. Ich hätte noch mal hier so einen Trank mitnehmen sollen, ne? Überstunden. Da. Dass wir so hin und wieder ein bisschen mehr schleppen können. So, jetzt noch einmal 8 Stück und dann können wir anfangen wieder mit Bauen. Bauen, Holzen, Bauen, Holzen. Und zack. So. Ich bin auch schon gespannt, wenn wir den Mixer machen. Ich glaube, da muss ich nochmal zurücklaufen. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich muss den tatsächlich erst noch reparieren. Wenn das der Fall ist, hole ich schnell die Ameisenzange alleine. Und dann kommen wir wieder her, machen den schnell heile. Und dann müssen wir den erstmal einbauen. Also ich möchte einen kleinen Schutz drum bauen. Und ich bin mal gespannt, welche Tiere letztendlich uns da die Hölle heiß machen. Ob das jetzt Spinnen sind, Larven. Okay. Okay. Ah, nein! Nicht okay. Das muss wieder weg. Das auch. Nee, das war nicht gut. Der muss ja so, ne? So. So, jetzt wieder eine Treppe. Gut. Na, komm. Ein Stängel. So. Jetzt wieder eine Platte. So ein richtig typischer Treppenaufgang. Den werde ich aber später garantiert noch gegen den Fahrstuhl eintauschen. Also ich werde den wahrscheinlich hier stehen lassen und einfach einen Fahrstuhl daneben bauen. Aus dem Grund, weil mir der Aufstieg hier zu lange dauern würde und mich das auch nerven würde, dass ich die ganze Zeit im Kreis laufe. So, ein Stängel haben wir noch hier unten. Dann müssen wir wieder Rasen auffüllen. Nee, warte, die verbauen wir noch schnell. So. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz auf der Palette. Ja, ein bisschen schade, dass wir so weit laufen müssen. Was natürlich schön ist, wir haben hier keine Gegner, ne? Vielleicht, dass die Mücke nochmal wiederkommt. Aber abgesehen von der Mücke legen wir doch hier, also... Das ist doch eine ruhige Ecke. Alles mitnehmen. Und einlagern. Und abholzen. Was war das? Oh mein Gott! Selbst wenn ich den jetzt platt mache, kann ich leider meine Axt nicht reparieren, glaube ich. Okay, dass du hier bist, wusste ich gar nicht. Kann ich meine Axt reparieren? Das wäre schön. Ja, reparieren und mir fehlt... Ach ja. Ja, der Rest ist ja in der Basis. Na gut, vielleicht finden wir hier noch einen Bombardierkäfer und eine Larve. Sollte sich das doch erledigt haben. Schon wieder volles Inventar. So. Oh, hier ist auch noch einer. Den habe ich fast gar nicht gesehen. Du.
Müssen wir tatsächlich schon wieder abholzen. Immer noch keine volle Palette. Ah, der braucht ja noch was. Oh, solange wir über Ausdauer haben, hacken wir hier wie wild drauf rum. So. Das wäre erledigt. Volles Inventar. Jetzt haben wir auch gleich die Palette voll. Ah. Und so. Dann nehmen wir die einmal wieder mit. Ja, ist halt eine ganz ruhige, also ganz ruhige Folge heute. Ich werde aber tatsächlich hier wohl eine Weile bauen. Also das habe ich mir irgendwie, tatsächlich, ich habe es mir schneller vorgestellt. Ich dachte so, ja, ein bisschen Holz abbauen und ein paar Treppen. Oh, kann ich dich jetzt hier nicht hinbauen? Fehlt mir Platz. Ja, na gut. Denn leider nicht. Ach, und der Stängel. Warte, der lag doch hier unten. So. Und zack. Ne, da werde ich wohl eine Weile länger bauen, als ich dachte. Oh, jetzt wieder Treppe. Dann fehlen mir wieder Stängel. Ach ja. Machen wir die Pusteblume da hinten weg. Ja. Dann nehmen wir gleich nochmal zwei Rasen mit, weil wir kriegen ja nur 6 Stängel raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, je mehr wir abholzen, desto weiter wird natürlich auch der Weg, den wir zurücklegen müssen. Oh nein. Halt, 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 halt. Warte mal. Ich habe eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir ihn einfach seine eigene Medizin spüren lassen? So. Na, wie fühlt sich das für dich an? Hier brauchst du gar nicht abhauen. Komm runter. Ja. Bumm. So. Und den haben wir gleich. Wo ist er? Da. Ah, wie in einem Duell. Wir gehen im Kreis. So, das war's. Hat er seine eigene Medizin zu spüren gekriegt? Jetzt weiß er mal, wie das ist, wenn man die ganze Zeit gepiekst wird, ne? So. Nicht mit uns. Oh, Grasplatte. Das ist ja schön, dann haben wir ja... Ah, das ist ja praktisch. Dann haben wir ja noch ein bisschen, wo wir gut sammeln können hier. An Mücken, an Larven... Ich hoffe, ein Bombardierkäfer kommt auch nochmal vorbei. Oh. Nein! Ah, das wollte ich nicht. So. Drehen. So. Gut, die können wir schon mal hier hinlegen. Ah, sind wir ja schon fast oben, ne? Runter geht immer schneller als hoch. Halt. Wir müssen jetzt sowieso die Axt nochmal rausholen. Hm. Ah, wenn die Axt kaputt ist, kann ich ja keine Stängel mehr abbauen, ne? Von den Dicken. Ich würde sagen, dann prügeln wir jetzt die Dicken erstmal weg. Lassen den Löwenzahn stehen, weil den kann ich zur Not auch mit der Steinaxt machen. So, bisschen mitdenken. Bisschen müssen wir mitdenken. Habe ich nicht gemacht. So. Und einer und der nächste. Wunderbar. So. Jetzt müssen wir einmal das Palettenlager wieder voll machen. Und da wir die Stängel ja noch nicht brauchen, wir haben ja noch welche da, nehmen wir nochmal Rasen mit.
Ah, hier haben wir noch gutes. Oh. Haben wir eine gute Ausbeute gemacht. Da-da-da-da. So. Den da hinten können wir noch mitnehmen. Hier liegt auch noch was. Na komm. So. Und hier ist noch einer. Es gibt keine Schnelltaste zum Einlagern, ne? So. Ja, jetzt sieht es auch schon ein bisschen mau aus mit Rasen. Ich weiß nicht. Wollen wir denn eine andere Treppe weiterbauen? Wir haben ja auch ein bisschen Saft hier. Was wir denn sagen, wir nehmen doch vielleicht eine Kleeschräge. Weil Klee haben wir mehr als genug, ne? Aber wir haben jetzt schon angefangen. Ah, ich. Nee, jetzt haben wir schon angefangen. Jetzt würde ich das gern so. Fertig machen. Was war denn das? Ach, der Vogel. Ich hoffe, dass der mir nichts tut, wenn ich da oben bin. Die alte Krähe. Kann ich den eigentlich scannen? Nee. Das geht leider nicht. So. Nächste Plateau. Also eine Bauphase, die müssen wir halt auch mal gemeinsam machen. Ich kann ja nicht immer alles bauen, offscreen. Es gehört ja nun mal zum Spiel dazu, ne? Oh. Vielleicht, dass man die Wände auch noch ein bisschen anders verkleidet. Einfach so, dass es ein bisschen schöner aussieht. Jetzt habe ich nur noch drei. Und den kann ich noch nicht setzen, ne? Ich kann den anzeichnen, aber. Nee, geht noch nicht. Ja. Der nächste Rasen wäre da vorne. Den müssen wir jetzt im Wasser abbauen. Oh, wir roden die ganze Fläche. Wobei im Wasser ist ja auch doof, ne? Hier kann ich die Palette gar nicht abstellen. Und wenn ich da schwimmen sollte, kann ich es nicht abbauen. Oh nein. Oh nein. Der muss ja jetzt weit laufen. Oh ne. Ah, ist noch moderat, ne? Kann man nur aushalten. Was ich gesehen habe tatsächlich, ich habe mitbekommen, dass es eine Seilbahn gibt oder es gibt die Erweiterung. Da hat man eine Laus und die ist quasi der Antriebsmotor. Ich würde gerne wissen, wie das funktioniert. Ob ich die vorher irgendwie als domestizieren muss, also zähmen muss. Ja, ich glaube, das lese ich nachher mal, wie genau das vonstatten geht. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Dann würde eine Seilbahn tatsächlich reichen. Ah, hier. Nein. So. Ah. Ja, dann machen wir jetzt nämlich einmal alle Mixer durch. Und wenn wir die Mixer durch haben, dann müssen wir in die Gasebene, also in die verseuchte Zone. Und wenn wir die dann auch noch geschafft haben, dann geht es in den oberen Garten. Und dort sollen ja ganz andere Tiere sein als hier unten. Also unter anderem andere Tiere. Da bin ich auch schon richtig gespannt, was da auf uns zukommt. Ich gehe mal stark davon aus, der obere Garten, der wird dann auch stärkere Gegner haben. Und von dem her wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir hier so viel wie möglich noch erledigen, leveln, Missionen machen, dass wir auch vernünftige Rüstung und Waffen haben. Und vielleicht mit der Schmiede
auch schon mal die eine oder andere Rüstung etwas aufwerten. So, die Ameisenrüstung sowieso, weil die brauchen wir immer zum Bauen. Die würde ich vielleicht schon aufwerten. Denn dass man die Marienkäferrüstung vielleicht fertig macht, die mitnimmt und auch komplett aufwertet. Ja. Jetzt haben wir natürlich keine Stängel mehr, ne? Kann das sein? Hier oben lag auch keiner mehr. Doch, einer. So. Und so. Ja, schon wieder. Das ist so ein bisschen. Wieso kann das? Wieso hält denn das? Das ist so ein bisschen ärgerlich, weil man sieht das manchmal nicht so gut. So. Und die nächste Treppe. So, da fehlt dann wieder Stängel. Die müssen wir erst holen. Ja, halbe Vogeltränke haben wir geschafft in der Folge. Aber man muss ja auch dazu sagen, wir waren ja noch analysieren. Wir haben auf die Seidenseile noch gewartet, ne? Und ich würde sagen, von der Höhe her, wenn wir jetzt mal rüber gucken, wo ist denn die Basis? Wo habe ich denn den Turm? Da. Ach, herrje. Okay, die untere Plattform kann ich von hier gar nicht erkennen. Aber die obere, von der oberen, wenn wir ein bisschen runter wollen, wir müssen ja über diesen Gebimse rüber, ne? Oder unten drunter? Warte mal, wenn wir auf der Höhe... Ja, ich glaube nicht, dass das passen würde, wenn wir uns von hier eine Bahn rüberwerfen, ne? Außer wir bauen hier noch ein bisschen rüber. Ich meine, die Möglichkeiten stehen uns ja frei. Entweder nach links oder nach rechts. Weil von hier... Hier kommen wir schon dicht ran, ne? An dem Ganzen. Dürften wir von hier aus gesehen schon dran vorbeikommen. Wenn wir noch ein weiter rüber gehen, dürfte das doch schon passen. Wir können ja noch mal kurz zum Mixer gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich den auf Anhieb jetzt finde. Spinne. Ob wir den reparieren müssen. Oder ich baue erst fertig. Wo ist denn der Mixer überhaupt hier? Ist das... Nee. Dose. Durchbruch. Heckenlabor. Forschungsstation, Heckenaufstieg. Den muss ich tatsächlich noch suchen. Den habe ich den auch noch nicht angehabt, ne? Baseball. Mixer. Da? Nee. Den habe ich den noch gar nicht angemacht. Doch hier. Nee, auch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Na gut, da gucken wir das nächste Mal. Ich baue uns jetzt hier erstmal die letzten Meter nach oben. Und dann schauen wir mal, wie wir das mit der Seilbahn machen. Und dann würde ich sagen, nächstes Mal fangen wir an. Wir bereiten den Mixer vor. Dass wir den schon mal einbauen und gucken, dass der so ein bisschen geschützt ist. Dann müssen wir uns nochmal ausstatten hier mit einer heilen Axt. Und dann geht das auch mit der Vogeltränke weiter. So, dann können wir nämlich die beiden Seilbahnen verbinden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. War heute eine sehr ruhige Runde. Wir haben ja eigentlich nur ein bisschen gebaut. Hauptsächlich haben wir gebaut. Und das so richtig monoton. So was jeder voll geil findet. So monotones Bauen, ne? Das ist ja genau das, was jeder gerne sieht. So richtig mit ohne Abwechslung und... Naja, gut. Aber es gehört halt zu dem Spiel, muss man sagen, es gehört ja dazu, ne? Dass man baut. So, jetzt haben wir heute eine ganz entspannte, ruhige Runde gemacht. Nächstes Mal wird es wahrscheinlich schon wieder spannender, weil wir für den Mixer, erstmal müssen wir den suchen.
Dann habe ich den nur gesehen vom Weiten. Ich weiß gar nicht, warum der bei mir überhaupt nicht abgespeichert ist, wenn ich den doch gesehen habe. Skurril. Aber den müssen wir suchen. Das heißt, es wird spannend, dadurch, dass wir ja mit den Spinnen in Konfrontation geraten. Und dann wird es nochmal spannend, weil wir den einbauen, während die Spinnen uns die ganze Zeit auf die Nerven gehen. Und dann wird es nochmal spannend, weil wir das ganze Ding ja auch beschützen müssen. Ne? Also enttäuscht werden können wir die nächsten Folgen nicht. Die letzten Folgen waren sehr spannend und jetzt wird es spannend. Und diese war halt mal ein bisschen entspannt. Also auch spannend. So. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann ist der Tower hier fertig. Und dann gucken wir mal, wie wir genau weitermachen. So, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, mach's gut. Ciao.